einen normalen Stein. Das nehmen wir mal mit. Da machen wir mal wieder Fackeln draus. So. Ach, drück doch einfach mal das Richtige zur Abwechslung. Wenigstens einmal, ne? Das weiß ich nicht, das lasse ich jetzt nochmal. Das kann alles weg. Was haben wir denn noch? Wir haben keine glatten Steine mehr, ne? Wir haben nur noch diese da. Und die brauchen wir ja auch. Dann mache ich ein paar mit. Nee, nee. Ja, egal. So, war sonst noch irgendwas? Da gab es noch eine Sache, wo ich mich fragte. Da müsste ich aber mal gucken. Es gibt da noch etwas, wovon ich irgendwie das Rezept nochmal für bräuchte. Wenn es dafür eins gibt. Das weiß ich natürlich nicht. So, dann müssen wir natürlich schon erst einmal hier gucken, falls das gibt. Da, da, dann laufe ich ein bisschen im Kreis. Ist auch mal schön. Und dann blätter ich gerade in der Wiki herum. Das ist das, was ich suche. Das und das und das. Okay, so, wir können dann weitermachen. Wie gesagt, Entschuldigung, die kurze Unterbrechung, das, ja, musste jetzt gerade mal. Mir ist da nämlich noch was eingefallen, was ich gerne machen würde, was ich, was, wie ich glaube, gut aussehen könnte. Da hatte ich aber gerade absolut nicht das Rezept für im Kopf, geschweige denn eine Ahnung, ob es überhaupt ein Rezept gibt. Das musste ich jetzt gerade mal eben eruieren. Eruieren hat nichts mit Heroin zu tun, ne? Hier wird nichts Heroin. Lass mich! So, dann gehen wir wieder runter. Ich musste keine weiteren Materialien organisieren für diesen Zweck. Das Notwendige dafür bereits eingepackt habe. So. Hier kommen dann auch überall die Fackeln drauf. Damit wir hier mal ein bisschen Ruhe kriegen. Hau ab. Und fair. Was ist denn da schon wieder los? Hör auf damit! So. Na komm her! So. Nehmen wir jetzt mal ein bisschen Licht. Erstmal. Da gibt es einfach noch zu viele dunkle Ecken hier. Dann wollte ich. Dafür habe ich Eisen mitgenommen. Einmal diese da. Und das machen wir gleich. So, die sehen hier in diesem Texturenpack äußerst nett aus. Also so nette Rundbogen. So, und jetzt muss ich mal gucken.
Hab ich denn noch? Ne, die habe ich irgendwie komplett verbraten, wie es aussieht. Was ist denn hier los, Jungs? Wir brauchen aber noch eine Weile, bis hier ankommen. Ich mache erstmal nur 4. Ah, da kommen ja auch doppelt so viele bei raus. So, nämlich Haken. Nun möget ihr euch fragen, was will er denn jetzt mit Haken? Ja, die Sache hat einen Haken. Nein, geh nicht. Ja, mit Haken kann man nämlich unglaublich gut Boote festmachen. Die Frage ist jetzt nur... Ja, daran funktioniert nicht. Das macht dann, glaube ich, auch keinen Sinn. Ich dachte mir halt, das sieht vielleicht ganz nett aus, wenn die hier so dranhängen. Ich glaube, müsste ich sie, wenn, dann hier hinhängen. Als Akzent sozusagen an diesen Pfosten. Ja, auf damit! Sind wir noch da? Ja, ne, doch, ich finde, das kommt gut. Dann bräuchte ich aber noch mal 8 davon. Macht das denn jetzt? Wow! Wieso hat das gerade Wuff gemacht? Weil jetzt hier... Schnuffel, was machst du denn hier? Mensch, Schnuffel! Okay, Schnuffel, wenn du schon mal hier bist, kriegst dann auch gleich was Leckeres zu essen. Schnapp dir die Zombies, los! Schnapp dir die Zombies! Hol sie dir! Braver Hund. Lenk die ein bisschen ab für mich. So. Braves Schnuffel. Da ist noch einer. Hol ihn dir. Hol ihn dir, Schnuffel. Mach ihn fertig. Danach gibt's Leckerli. Los, mach ihn alle. Aber, Schnuffel. Guck mal, was du jetzt hier Leckeres dafür kriegst. Njam, njam. Guck mal, da ist noch so einer. Ja, wer ist Schnuffel? Hier, der war böse zu Papi. Tu ihm weh. Da, der da. Der ist jetzt verliebt. Schnuffel ist jetzt verliebt. Schnuffel kann jetzt nicht kämpfen. Mal hier wieder raus. Danke. So, machst du jetzt? Nein? So, jetzt fällt er ihn an. Okay. Na, so, kümmere ich mich auch mal um einen. Oh, Karottchen. So, braves Schnuffel. So, doch, ich finde das hübsch mit diesen Haken an den Pfosten. Das macht ein bisschen was her. Jetzt müssen wir... Ich muss hier unbedingt irgendwie diese dunklen Ecken hier nochmal ausmerzen komplett. Damit ich hier mal ein bisschen Ruhe reinkrieg. Braves Schnuffel. Ich
will da sowieso auch noch ein paar Pfosten setzen. Deswegen... Ach, komm da raus. Ah, die spawnen hier aber auch in einer Tour. Böse. Der hat mir Aua gemacht, Hundi. Da, der war böse zu mir. Hör auf abzusaufen, Hund. Komm her. Hinhocken, brav sein. Du bist eigentlich so ein Dunkelhund. Bist du ein Dunkelhund? So. So, setze ich jetzt hier noch einen Pfosten. Irgendwo hier. Ja, jetzt ziemlich unkoordiniert, wie das hier runtergeht. Wahnsinn. Ach, hier ist ja sowieso auch das Problem noch. Ich erinnere mich. Ich wollte hier ein Tor setzen, sowieso. Hatte ich überlegt. Erde einstecken oder habe ich oder sonst irgendwas? Habe ich wahrscheinlich alles weggeräumt, ne? Ja. Natürlich habe ich das. Dann machen wir das jetzt einfach hier mit zu. Erstmal soweit. Jetzt sehen wir die Mauer auch noch bis oben durch. So, okay. Um Tore machen zu können, bräuchte ich Treppen. Ach, ich habe glaube ich sogar Treppen noch, ne? Oh, zwei Stück nämlich. Das reicht ja bis in alle Ewigkeit. Ja, so. Okay. Dann werden wir jetzt hier nochmal ein paar Treppen setzen. Denn wenn man einen Bogen bauen möchte, dann sollte man auch Treppen benutzen. Sonst funktioniert das ja nicht. Sieht das ja kacke aus. Übrigens sieht das auch kacke aus. Ah, da bist du ja. Kleiner Mann. Epp. Epp. Ja, ja. Und das wäre dann da. Und da. Und... Hau ab! Sowieso auch falsch, glaube ich. Das ist nämlich, wenn dann eher so da abhauen, habe ich gesagt. Gehen Sie mal weg. So. Machen wir das mal so.
Da gehen wir dann gleich drauf. Das nehmen wir mal so als Eingang und von dort aus wird es jetzt kompliziert mit den Treppen. Jetzt gehen wir nämlich von hier aus. Okay. Ist klar, der muss erst so und dann kann der so. Der geht so. Der geht so. Und dann geht er so. So, der geht nämlich dann so. Und jetzt haben wir keine Treppen mehr. Wieso haben wir keine Treppen mehr, wenn das alles symmetrisch ist? Das erklären wir mal einer. Da also. Sag's doch. Kann ja wohl nicht sein. Wenn alles symmetrisch ist, dann muss eine gerade Zahl an Treppen da eigentlich aufgehen. So. Ich brauch trotzdem noch mehr. Machen wir nochmal. Erstmal nur 8. Mal gucken, ob es reicht. Ups. Da komme ich jetzt so erstmal nicht dran. Will ich die da vorne so dicht machen? Eigentlich. Hier so dicht machen. Muss ich ja auch. Ach Quatsch. Die wollte ich doch gar nicht. Ach Junge, jetzt nerv nicht. So, also nicht, wie ich das hier vorne mache. Es geht ja darum, das ganze Ding irgendwie daran zu verbinden und das Ganze hier irgendwie ein bisschen dicht zu machen. Wegen dieses Loches da oben. Hoppla. Hep. Och Mann. Hep. Jawoll. Halt die Schnauze. Mal so. Okay. Wie verbinden wir das nach da? Beziehungsweise ich weiß eh noch nicht, wie ich das hier mache und überhaupt, wie ich das Ganze dann hier... Irgendwo muss ja dann hier auch ein Zugang hin. Wenn ich da schon so komische Sachen mache. Die könnte ich natürlich hier durch den Fels hauen, diesen Zugang. Das geht, indem ich hier zum Beispiel ein Haus dran setze. Damit könnte ich hier übrigens das komplette Ding dicht machen. Das wäre mal eine Idee. So an der Stelle. Das ist ein bisschen nah am Steg. Ist aber nix. Damit habe ich auch gleich hier so eine dunkle Ecke weg. Die nervt.
So. Hoppla. Der ist einfach so schneller, als ich dachte. Das ist eine Hexe. Hexe! Hexe in Hogwarts! Das hat die Welt noch nicht gesehen. So, ba 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 dam bam